Die nachfolgende Sendung wurde durch Spenden ermöglicht. Gott kennt kein Vielleicht, nur ein klares Ja oder Nein. Auf sein Wort können wir uns verlassen. Seit über 70 Jahren im Glauben unterwegs. Herzlich. Persönlich. Ermutigend. Das überkonfessionelle Missionswerk Karlsruhe. Voller Freude am Leben. Unsere Welt sucht nach Halt und Verlässlichkeit. Und deshalb habe ich meine Predigt heute überschrieben mit Ja, Nein oder Vielleicht. In Jakobus 5, Vers 12, da steht: Es sei aber euer Ja ein Ja und euer Nein ein Nein. Ist das so in unserem Leben? Leben wir so, dass dies sichtbar und erkennbar ist? Es ist heute leider üblich, dass man sich hinter Unverbindlichkeit versteckt. Unverbindlichkeit heißt vielleicht. Aber was bedeutet das für uns? Dein Ja sei ein Ja und dein Nein sei ein Nein? Da steckt Verbindlichkeit drin. Und da steckt auch Handlung drin. Dieses Sei heißt, es soll so sein. Unser Ja soll ein Ja sein und bedarf der Handlung danach. Und unser Nein ebenso. Ja und Nein sind die angemessenen Antworten auf richtig und falsch. Wir sollen nicht Ja sagen und dann tun, was wir wollen. Oftmals ist es so bei Menschen, wenn sie ihr Herz Jesus geben. Sie sagen Ja zu Jesus, bezeugen es vielleicht vor den Menschen und tun dann weiterhin das, was sie wollen. Das heißt, sie leben das alte Leben weiter. Wenn du Ja zu Jesus sagst, bist du auch verpflichtet, laut der Bibel, danach zu handeln und zu leben. Sonst ist das ein Ja, auf das ein Nein folgt. Man sagt Ja und die Handlungsweise ist Nein. Solchen Handlungsweisen begegnen wir jeden Tag. Auch jeder von uns ist daran beteiligt. Wir sehen das überall, dass keine Verbindlichkeit und keine Verlässlichkeit da ist. Wo die Grundlagen der Bibel fehlen, heißt die Antwort vielleicht. Die Lebensweise unserer heutigen Gesellschaft ist Unentschlossenheit und Unverbindlichkeit. Niemand will sich festlegen. Es könnte ja noch ein besseres Angebot nachkommen. Einfach alles offen lassen. Festlegen heißt sich entscheiden und auch dazu stehen bzw. danach handeln. In unserer Gesellschaft gibt es auch kein klares Ja mehr zur Ehe. Das Denken ist oft Ja nicht festlegen, vielleicht kommt noch etwas Besseres nach. Ich will mich nicht binden, heißt es. Und so bin ich aus der Verantwortung heraus. Doch laut der Bibel sollen wir füreinander Verantwortung übernehmen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst heißt auch, Verantwortung zu übernehmen. Wir sind auch verantwortlich für unser Umfeld, soweit wir Einfluss haben. Es ist praktischer, sich nicht festzulegen. Wer weiß, was nächste Woche sein wird? Oder vielleicht kommt noch ein besseres Angebot. Der Trend, alles offen zu halten, gibt uns immer mehr Unsicherheit. Man kann sich auf nichts mehr verlassen. Diesen Trend kann man auch in den Gemeinden beobachten, diese Unverbindlichkeit. Wenn es zum Beispiel um das Mithelfen geht, man trägt sich sogar in eine Liste ein und dann kommt man doch nicht. Ein Ja zu einer Sache beinhaltet immer ein Nein zu allen anderen Angeboten. Es benötigt eine klare Entscheidung.
Je größer das Angebot, desto größer die Unsicherheit. Was soll ich nehmen? Für was soll ich mich entscheiden? Und das ist die Handlungsweise Satans in unserer Zeit. Überangebot. Wir werden unsicher, was ist das Richtige? Der Feind bringt Verwirrung durch Überangebot. Überangebot in allen Bereichen, in den Medien, bei den Waren, eine unübersichtliche Menge an Freizeitangeboten. Man weiß gar nicht mehr, was man tun soll. Und im geistlichen Bereich gibt es auch ein großes Sortiment an Sekten, okkulten Angeboten, esoterische Auswahl und so weiter. Reiche Auswahl an Angeboten. Und dann wird auch alles ausprobiert. Die Menschen können sich nicht entscheiden, was sie wollen. In Apostelgeschichte 17, Vers 21 steht: Alle Athener aber und die Fremden, die sich da aufhielten, brachten ihre Zeit mit nichts anderem zu, als etwas Neues zu sagen und zu hören. Das passt doch auch in unsere heutige Zeit, oder? Man muss doch immer etwas Neues haben, etwas Neues wissen. Und Neuigkeiten sind ja so interessant. Und deshalb hatten die Athener auch so viele Götter. Sie konnten sich nicht entscheiden. Immer musste etwas Neues sein. Und sie verbrachten ihre ganze Zeit damit. Diese Unentschlossenheit finden wir heute in unserer Gesellschaft genauso. Unentschlossenheit ist ein Gegenüber von Unzufriedenheit. Wir sind immer auf der Suche nach dem Besseren und vergeuden unsere Zeit damit. Die Werbung gaukelt uns vor, dass wir alles haben können. Doch ist alles Haben auch gut für uns? Wenn wir alles haben wollen, die Welt und Gott, haben wir gar nichts in biblischem Sinne. Gott kennt kein Vielleicht, nur ein klares Ja oder Nein. Entweder Jesus bzw. das Reich Gottes oder die Welt. Wenn wir uns nicht klar entscheiden, werden wir immer auf die Verlockungen hereinfallen. Wenn wir Jesus ein klares Ja geben, werden wir die Gier, alles haben zu müssen, verlieren. Bei Gott gilt das Gegenteil. Gott hat sich festgelegt. Gott hat Ja gesagt. Bei Gott gibt es kein Vielleicht. Hätte Gott vielleicht gesagt, ginge es uns schlecht. Wenn er sagen würde, mal sehen, ich überlege mal, ob ich dir deine Sünden vergebe. Kommt drauf an, mal nachdenken. Aber unser Gott hat kein Vielleicht. Er hat sich festgelegt. Auf sein Wort können wir uns verlassen. Ist das nicht großartig, diese Sicherheit, die wir haben durch Jesus Christus? Eine Gewissheit, die es nur bei Jesus gibt. Was er sagt, das gilt. Heute, morgen und in alle Ewigkeit. Er ist unveränderlich. Ein Fels, der unser Halt ist. Gott sei Dank hat Jesus Ja gesagt und nicht vielleicht oder mal sehen. Und das Gewaltige, er hat auch danach gehandelt, am Kreuz von Golgatha. Er ging ans Kreuz. Es waren keine leeren Versprechungen. Er hat uns verbindlich zugesagt, dass, wenn wir an ihn glauben, wir das ewige Leben haben. Ist das nicht wunderbar? Feste, unumstößliche Zusagen aus dem Wort Gottes. Gestern, heute und in alle Ewigkeit. Hätte Gott nicht eindeutig entschieden, uns unsere Sünden zu vergeben, ein für alle Mal, würden sich unsere Sünden aufhäufen zu einem unendlichen Berg und sie würden uns erdrücken. Gott hat Ja zu uns gesagt, zu deinem Leben, zu dir. Und dieses Ja möchte er auch von uns haben.
eine klare Entscheidung. Und so soll auch unser Leben aussehen. Jakobus 5, Vers 12. Vor allem aber, meine Brüder, schwört nicht, weder bei dem Himmel noch bei der Erde, noch mit irgendeinem anderen Eid. Es sei aber euer Ja ein Ja und euer Nein ein Nein, damit ihr nicht unter ein Gericht fallt. Und hier geht es um das Schwören, um eine Aussage zu bekräftigen, um glaubwürdig zu sein. Wir brauchen nicht zu schwören, um glaubwürdig zu sein. Unser Leben muss glaubwürdig sein. Ein Ja und ein Nein. Und dann brauchen wir auch nicht zu schwören. Wenn man deinem Wort nicht glauben kann, dann stimmt etwas nicht. Wenn wir nach Gottes Geboten leben, ist unser Ja ein Ja und unser Nein ein Nein. Und daraus müssen unsere Taten folgen. Wenn wir nicht so handeln, wie wir sagen, werden wir unter ein Gericht fallen. Wir werden angeklagt, wenn unser Ja kein Ja ist und unser Nein kein Nein, so sagt uns dieser Bibelvers. Matthäus 5, 34 bis 37. Ich aber sage euch, schwört überhaupt nicht, weder bei dem Himmel, denn er ist der Thron Gottes, noch bei der Erde, denn sie ist seiner Füße Schemel, noch bei Jerusalem, denn sie ist des großen Königs Stadt. Noch sollst du bei deinem Haupt schwören, denn du kannst nicht ein Haar weiß oder schwarz machen. Es sei aber eure Rede ja, ja, nein, nein. Was aber mehr ist als dieses, ist vom bzw. aus dem Bösen. Unser Leben und Handeln soll dahinter stehen, wenn wir ein Ja sagen und genauso, wenn wir ein Nein sagen. Und hier steht sogar, dass es vom Bösen ist, wenn es nicht so ist. Wir sollen zu unserem Wort stehen. Dann brauchen wir auch nicht zu schwören. So wie Jesus zu seinem Wort steht, so sollen wir es auch tun. Wir sollen vertrauenswürdig sein, verlässlich, verbindlich. Das heißt, wenn wir etwas sagen, dann ist es auch so. Es gibt Menschen, von denen man von vornherein schon weiß, dass sie nicht erscheinen, auch wenn sie gesagt haben, sie würden kommen. Oder dass sie nicht tun, was sie sagen. Es ist sehr schwierig, mit solchen Menschen zu arbeiten. Kennt ihr das auch? In 2. Korinther 1, Vers 17 bis 20, da sagt der Paulus: Habe ich nun, indem ich mir dieses vornahm, etwa leichtfertig gehandelt? Oder was ich mir vornehme, nehme ich mir das nach dem Fleisch vor, damit bei mir das Ja-Ja und das Nein-Nein gleichzeitig wären? Gott aber ist treu und bürgt dafür, dass unser Wort an euch nicht Ja und Nein zugleich ist. Denn der Sohn Gottes, Christus Jesus, der unter euch durch uns gepredigt worden ist, durch mich und Silvanus und Timotheus, war nicht Ja und Nein, sondern in ihm ist ein Ja geschehen. Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja, deshalb auch durch ihn das Amen, Gott zur Ehre durch uns. Und Paulus sagt hier: Gott bürgt dafür, dass unser Wort an euch nicht Ja und Nein gleichzeitig ist. Wenn wir nach Gottes Wort leben, gibt es kein Ja und Nein gleichzeitig. Wenn Jesus in uns wohnt, handeln wir so wie er. In ihm ist ein Ja geschehen, sagt Paulus. Das heißt, er tut, was er verspricht bzw. versprochen hat. Mit einem Vielleicht hinter Gottes Verheißungen wäre unser Glaube hinfällig. Du könntest vielleicht hoffen, dass eventuell mal was in Erfüllung ginge. Wir könnten uns nie darauf verlassen, dass irgendetwas in Erfüllung ginge. Er ist das A und das O, der Anfang und das Ende.
das Ja und Amen. Gott hat Ja gesagt und deshalb können wir uns darauf verlassen, dass er uns hilft. Ja oder Nein zu sagen bedeutet, einen Standpunkt zu haben. Ich muss mich entscheiden für Jesus oder gegen Jesus. In der Bibel gibt es kein Vielleicht, habe ich schon gesagt. Jesus hat nicht zu den Kranken gesagt, vielleicht werde ich dich heilen. Er sagte zum Beispiel, steh auf. Es war immer eine Ja-Handlung, weil er mit seinem Ja bzw. seinem Wollen dahinter stand. Vielleicht oder Unentschlossenheit oder Unverbindlichkeit ist eine Grauzone bzw. lauwarme Zone. Und in der Bibel gibt es nur schwarz oder weiß, heiß oder kalt. Keine Grauzone. Offenbarung 3, Vers 15 und 16. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärest. Also, weil du lau bist und weder heiß noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Jesus lässt ein Vielleicht nicht gelten. Vielleicht ist Lauheit. Jesus hat nie zu jemandem gesagt, der etwas von ihm wollte, warte mal ab, vielleicht kommt noch was Besseres. Es gibt nichts Besseres als ein Ja zu Jesus. Und das heißt für uns, eine Entscheidung zu treffen. Ein Ja zu Jesus und ein Nein zu den Machenschaften des Feindes. Die Entscheidung zu treffen, Herr, mit mir kannst du rechnen, egal was sein wird. Wichtig für uns ist auch, dass wir zu den Machenschaften des Feindes ein klares Nein haben. In der Bibel haben wir einige Beispiele, von denen wir lernen können. In 1. Mose 39, 7 bis 12 lesen wir von Josef, als er in Potiphars Haus war. Und es geschah nach diesen Dingen, da warf die Frau seines Herrn ihre Augen auf Josef und sagte, liege bei mir. Er aber weigerte sich und sagte zu der Frau seines Herrn, siehe, mein Herr kümmert sich um nichts bei mir im Haus und alles, was er besitzt, hat er in meine Hand gegeben. Er selbst ist in diesem Haus nicht größer als ich und er hat mir gar nichts vorenthalten als nur dich, weil du seine Frau bist. Wie sollte ich dieses große Unrecht tun und gegen Gott sündigen? Und es geschah, obwohl sie Tag für Tag auf Josef einredete, hörte er nicht auf, sie bei ihr zu liegen, mit ihr zusammen zu sein. Da geschah es an einem solchen Tag, dass er ins Haus kam, um sein Geschäft zu besorgen. Als gerade kein Mensch von den Leuten des Hauses dort im Haus war, da ergriff sie ihn bei seinem Kleid und sagte, liege bei mir. Er aber ließ sein Kleid in ihrer Hand, floh und lief hinaus. Josef hat sofort eine klare Stellung bezogen. Er hat Nein gesagt und auch so gehandelt, mit Nachdruck. Er hat sich nicht überreden lassen, er ist geflohen. Er hat nicht nachgedacht, was könnte für mich herausspringen. Er sagte nicht, mal sehen oder vielleicht. Er hat sich auf die Seite Gottes gestellt und gesagt, wie sollte ich dieses große Unrecht tun und gegen Gott sündigen? Er hat Ja zu Gott gesagt und auch so gehandelt. Ein ganz anderes Beispiel ist Simson. Simson war 20 Jahre Richter in Israel. Er war ein Mann Gottes. Richter 16, 1 und 2. Und Simson ging nach Gaza. Dort sah er eine Hure und ging zu ihr hinein. Das berichtete man den Gazitern und sagte, Simson ist hierher gekommen. Da umstellten sie ihn und lauerten ihm die ganze Nacht im Stadttor auf.
Und sie verhielten sich die ganze Nacht still und sagten, bis der Morgen hell wird, dann wollen wir ihn erschlagen. Vers 4 und 5. Und es geschah danach, da gewann er eine Frau im Tal Sorek lieb. Ihr Name war Delila. Da gingen die Fürsten der Philister zu ihr hinauf und sagten zu ihr, betöre ihn und sieh, wodurch seine Kraft so groß ist und wodurch wir ihn überwältigen können, dass wir ihn binden, um ihn zu bezwingen. Wir wollen dir jeder 1100 Schekel Silber geben. Ein deutlicher Unterschied zu Josef in seinen Handlungen. Simson hatte keine klare Entscheidung getroffen. Er hat mit der Kraft Gottes gespielt. Er gebrauchte sie nach seinem Gutdünken. Er hatte so einen Mal-Sehen-Standpunkt. Das Vergnügen war ihm wichtiger als klare Verhältnisse. Er war ein Mann Gottes, aber seine Handlungsweise war nicht so. Das hat ihn dann auch zu Fall gebracht. Du kannst ein Mann oder Frau Gottes sein und du kannst zu Fall kommen, wenn deine Handlungsweise nicht klar und eindeutig ist. Das heißt, wenn du keine klare Entscheidung triffst. Satan hatte einen Zugang zu ihm durch diese Frauen. Satan wird auch uns zu Fall bringen, wenn wir keine klare Stellung beziehen und auch danach handeln. Wenn Menschen merken, dass du wankelmütig bist, das heißt, keine eindeutige Stellung beziehst, werden sie das ausnutzen. Menschen werden dich bedrängen, wie Delila den Simson, und du weißt dann nicht mehr, was richtig und was falsch ist. Wir lassen uns beschwatzen und dann hat Satan Zugang. Welch ein Unterschied zu Josef. Er hat entschieden Stellung genommen. Er war nachher der zweithöchste Mann im Land. Und Simson landete kraftlos im Gefängnis. Das ist der Unterschied, wenn unser Ja ein Ja ist und unser Nein ein Nein. Wir brauchen Mut, zu unserem Ja und zu unserem Nein zu stehen. Es geht heute nicht primär darum, ein Ja oder Nein zu sagen, sondern danach zu handeln. Wenn wir unser Leben Jesus gegeben haben, handeln wir auch danach. Ja oder Nein zu sagen, ist oft sehr einfach. Aber eine klare Stellung zu beziehen, fällt uns oft schwer. Wir müssen zu unserem Wort stehen. An unserer Handlungsweise muss unser Standpunkt sichtbar werden. Matthäus 21, 28 bis 30. Was meint ihr aber hierzu? Ein Mensch hatte zwei Söhne und er trat hin zu dem ersten und sprach, mein Sohn, geh heute hin, arbeite im Weinberg. Der aber antwortete und sprach, ich will nicht. Danach aber gereute es ihn und er ging hin. Und er trat hin zu dem zweiten und sprach ebenso. Der aber antwortete und sprach, ich gehe. Und er ging nicht. Wer von den beiden hat den Willen des Vaters getan? Wohl dem, der sich besinnt und das Richtige tut. Es ist nicht nur das, was wir sagen, sondern es ist das, was wir tun. Sind wir wankelmütig? Ich überleg's mir. Vielleicht. Mal sehen. Weiß noch nicht. Ist nicht so wichtig. Kommt drauf an. Und so weiter. Solche Aussagen brauchen keine korrekten Handlungsweisen. Eine offene Situation, man braucht sich nicht festlegen. Wir sollten uns aber festlegen. Gott hat Ja zu dir gesagt und nicht vielleicht. Und er hat auch seine Meinung nicht geändert. Es heißt, es sei aber euer Ja ein Ja und euer Nein ein Nein, damit ihr nicht unter ein Gericht fallt. Entscheidend ist unsere Handlungsweise.
Und zum Schluss noch ein Bibelvers, Epheser 5, Vers 15, da heißt es: Seht nun genau zu, wie ihr wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Amen.